Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Jurassic World. Beim letzten Mal haben wir wieder viel erlebt, bin sogar das erste Mal gestorben und wir haben dieses tolle Schwert hier hergestellt. Antikes Schwert. Und ich habe die Kommentare gelesen. Jemand hat geschrieben, dass dieses Schwert wohl mit etwas Glück Blitze oder sowas verschießen kann, hervorzaubern kann. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Derjenige war sich aber auch unsicher, also keine Ahnung, ob das wirklich so ist oder nicht. Ich werde es hoffentlich diese Folge herausfinden. Wäre ganz schön lame, wenn das Schwert mit so viel Aufwand jetzt einfach schwächer ist als ein Diamantschwert. Da wäre ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber egal, wir gehen mal vom Besten aus. Und gehen wir gleich auf das nächste ein, was ihr geschrieben habt in die Kommentare. Nämlich der Kollege hier, der ist noch nicht gezähmt. Den müssen wir noch zähmen irgendwie. Ich weiß nicht, kriegen wir den so gezähmt? Scheint nicht. Die Frage ist, wie zähmt man den denn jetzt? Totenkopfstock. Brauche ich den dafür? Ungezähmt. Ja, das ist jetzt die große Frage. Wie zähme ich einen Allosaurus? Ich kann das auch mal eben kurz googeln und dann kümmern wir uns da als erstes drum, bevor der nachher ausgewachsen ist und uns dann noch selber auffrisst. Die anderen sind, glaube ich, alle soweit gezähmt. Ich frage mich ja, warum die beiden gezähmt sind. Und der Allo nicht. Das ist schon irgendwie verwunderlich, muss ich sagen. Hallo Hühnchen. Die Eier gelegt. Ja, ich weiß es nicht. Also normalerweise gehe ich davon aus, wenn ein Baby das Licht der Welt erblickt und das Erste, was es sieht, bin ich. Dann bin ich auch sozusagen das Elternteil. Aber es hat bei dem Allo anscheinend nicht funktioniert. Ich werde das mal eben jetzt schnell googeln und dann gucken wir mal, dass wir den gezähmt kriegen. Okay, ich bin jetzt klüger geworden. Und es ist tatsächlich so, dass der Allosaurus einer von 6 Apex-Predatoren ist, die man nicht einfach so zähmen kann, wie ich es jetzt hier versucht habe. Den muss man nämlich, wenn der voll ausgewachsen ist, und das ist er bei, Moment, 7 Jahren, also wenn er 7 Jahre alt ist, ist es soweit, dann muss man den, der ist jetzt 3, dann muss man den auf 8 HP runterschlagen oder niedriger. Und dann geht er in so einen Schlafmodus und dann kann man den irgendwie zähmen mit so einem Scarab Jam. Ich schau mal kurz, was das ist. Oh, da ist es schon. Scarabius, ist das das? Scarabius Edelsteine, ein äußerst seltener Gegenstand aus Fossilienblöcken. Okay, kann verwendet werden, um große feindliche prähistorische Kreaturen einzuschließen, Tyrannosaurus und Allosaurus zu, ach, steht hier sogar, zu zähmen, wenn sie geschwächt sind. Der Satz ist ein bisschen komisch formuliert. Aber das heißt, wir brauchen jetzt unbedingt diesen Scarabius. Und ja, wir sollten wahrscheinlich dann am besten jetzt nochmal auf die Suche gehen nach einigen Fossilien, damit wir auch die Chance auf diesen Scarabius haben. Falls das jetzt einigermaßen schnell gehen sollte, dann werde ich das hier auch noch in Angriff nehmen, diese Folge. Aber ich denke, das mit dem Scarabius ist jetzt erstmal wichtiger, dass wir dann auch unseren Allo zähmen können, wenn es soweit ist. Das wäre wirklich ärgerlich, wenn der dann da ist und wir den nicht zähmen können. Pflanzt die jetzt schon mal neu an. Dann haben wir nämlich noch mehr. Und dann gehen wir wieder auf Suche nach weiteren Fossilien. Ich bin soweit ausgestattet und heute begeben wir uns mal ein neues Gebiet. Hier so in diese Richtung. Da bin ich noch gar nicht gegangen. Weiß halt nicht, was hier hinter dem Wald auf uns lauert. Aber das werden wir jetzt in dieser Folge herausfinden. Wird wieder ganz schön spannend werden, glaube ich. Hoffentlich sehen wir auch wieder ein paar neue Kreaturen. Das wäre ganz cool. Und auch neue Biome hoffentlich. Weil hier ist so viel Wald, dass mich das schon so ein bisschen nervt, muss ich sagen. Also ich werde auf jeden Fall noch irgendwo anders ein zweites Haus bauen. Oder dann halt den Park anfangen, wo nicht diese blöden Biome sind. Also dieser ganze Wald. Weil irgendwie, normalerweise ist ja Wald ganz schön, weil man dann viel Holz und so hat. Aber ich kann mittlerweile Wald echt nicht mehr sehen. Ach du Schande, wo bin ich denn hier? Sollen wir da mal nach Fossilien gucken? Oh mein Gott. Ich wollte doch nur mal kurz gucken. Alles klar. Der Zombie oder was auch immer das war, hat gesagt, ich soll hier nach Fossilien gucken. Oh mein Gott, ey. Das ist so typisch Minecraft, dass man irgendwo runtergekickt. Was war das? Ich will hier weg.
gerade sagen, das ist typisch Minecraft, dass man irgendwo runtergekickt wird oder ein Creeper in einem explodiert, wenn man es nicht erwartet. Aber jetzt ist ja auch noch irgendein Knurren, mir gar nicht gefällt. Einfach weg. Das klingt ganz, ganz böse. Könnte sein, dass das so ein Säbelzahntiger oder sowas ist. Habe ich nämlich vorhin schon gesehen. Eisen lassen wir mal liegen. Wobei wir Eisen sogar brauchen können später für Zäune und sowas. Das ist gar nicht schlecht, wenn wir viel Eisen dabei haben. Wie tief geht's denn hier runter? Oh mein Gott. Ist ja crazy. Es wird natürlich jetzt so eine kleine Glückssache, ne? Ob wir diesen Scarabeus-Käfer bekommen oder nicht. Kann ich leider nicht beeinflussen. Den werde ich mir aber auf jeden Fall auch nicht ercheaten. Ich bin aber tatsächlich am Überlegen, ob ich mir diese Name-Tags holen soll im Creative-Modus. Weil die zu finden ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Und das ist ja jetzt nichts, was mir großen Vorteil verschafft. Aber es wäre halt schön, wenn ich meine Tierchen auch nach euch benennen könnte. Oder nach Namensvorschlägen von euch in den Kommentaren. Könnt ihr mal reinschreiben, was ihr davon halten würdet, wenn ich mir die Namensschilder halt so hole. Nicht, dass ihr dann sagt, Cheater, so nicht. Ich meine, sind immer noch meine Regeln, weil es mein Format ist, aber eure Meinung ist natürlich trotzdem wichtig. Das sieht aber gar nicht so schlecht aus. Ein bisschen was finden wir. Wir brauchen jetzt halt so viele Biofossilien wie irgend möglich. Hier baue ich mich einfach mal straight nach oben und dann geht's weiter. Dann können wir jetzt losdüsen. Bin ich mal gespannt, ob wir hier andere Biome finden oder nicht. Das hier rechts dürfte schon ein Sumpf sein, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich weiß nicht, ob ein Sumpf uns so viel bringt. Ist ja gar nichts. Ein paar Pilze sehe ich. Aber da vorne ist eine Wiese. Wiese ist gut. Ich hätte gerne eigentlich nochmal so eine Berglandschaft, weil ich ja Fossilien suche. Und da weiß ich ja, dass ich da viele bekomme. Aber eine Wiese ist auch schön. Vielleicht finden wir da ein paar neue Spezies. Das wäre super. Ey, ich treibe hier irgendwie voll ab. Das Boot nehmen wir wieder mit. Und jetzt geht's hier mal erkunden. Ich sehe auf jeden Fall Triceratops, ne? Ich hoffe, die sind nicht böse auf mich. Hier ist nichts Neues, ne? Also Paras, Triceratops, jede Menge. Ihr habt übrigens auch reingeschrieben. Die Geräuschkulisse ist cool. Dass ich die Mod wieder disablen soll, dass die Dinos spawnen. Weil irgendwann das Spiel... Gott. Da brennt was. Weil irgendwann das Spiel so laggen soll, dass der Spielstand nicht mehr ladbar ist. Also momentan geht's halt wirklich noch klar. Warum brennt der? Oh mein Gott. Dich gerettet. Aber wir machen das mal hier aus. Wollen ja nicht, dass die Triceratops hier alle draufgehen. Oh, der hätte noch 4 HP. Leben am Limit. Eigentlich müsste ich den jetzt rippen. Moment, die greifen mich dann alle an. Ne, tun sie nicht. Das ist jetzt gemein. Ich habe ihn gerettet und dann gerippt. Aber ich brauche die Erfahrung. Weil ihr seht, ich habe jetzt schon wieder 35 Level. Mega gut. Können wir auch wieder verzaubern. Das war echt fies. Erst Hoffnung geben und dann sowas. Ist alles neu für mich hier. Oh. Wölfe. Greifen, glaube ich, nicht an, wenn ich die nicht nerve, ne? Wartet mal. Ich habe eigentlich eine Idee. Sind zwar keine prähistorischen Lebewesen, aber die helfen mir kämpfen. Falls ich mal angegriffen werde, dann sind die am Start. Und ich glaube, das sind gute Kämpfer, wenn ich davon 4 Stück habe. Ich glaube, das ist nicht so doof, die mitzunehmen. Kommt mit, Jungs. Folgen die mir? Das wäre doch auch cool, wenn ich die nachher Abonnenten oder Zuschauern benennen würde. Habe ich meine kleine Zuschauerarmee, die mir hilft. Ich würde das jetzt gerne mal im Einsatz testen, bin ich ehrlich. Da oben ist so ein Blob. Endgegner-Blob, der uns letztes Mal besiegt hat. Den rippen wir jetzt.
Ist auch nochmal so eine Hütte. Also wir finden hier auf jeden Fall einiges Neues. Die Hütte bringt uns an sich gar nichts. Nee, ist gar nichts drin. Aber der Typ hier ist nicht schlecht, glaube ich. Ja, weil wir hier Biofossilien kriegen können. Wer hätte denn noch einen anderen Trade hier? Warte mal, wo ich das jetzt mache. 13 Knochen für 1, Smaragd. Ja, du spinnst ja wohl. Ein Wucher. Ich finde schon das teuer, was der da macht. Na, ich glaube, das machen wir erstmal noch nicht. Behalt mal die Knochen. Durch den Blob verloren. Egal. Oh, was war denn da unten? Da unten gerade was Rotes gesehen. Unterm... Oder am Meeresgrund. Da seht ihr das? Ist das... Das Licht? Oh mein Gott, ist das interessant. Oh, da ist auch noch eine... Das ist ein Allosaurus, oder? Oha. Ja, ich will aber... Den, also mich mit dem jetzt nicht anlegen. Die Hunde sind auch irgendwie weg. Keine Ahnung. Jetzt zurückbleiben oder nicht. Aber ist auch nicht so wichtig. Ich segel auf jeden Fall mal weiter. Das da unten werde ich auch nicht erkunden. Das ist viel zu gefährlich. Mein Gott, hier schwimmen auf jeden Fall Lebewesen, von denen ich nicht weiß, was es ist. Macht mir ein bisschen Angst, dass jetzt hier gleich ein Moser oder so auftaucht. Aber wir sind jetzt wirklich sehr weit draußen. Wenn jetzt was kommt, dann sind wir am Arsch, glaube ich. Hier ist halt nichts außer Meer. Ich wollte mich eigentlich nicht so weit von zu Hause entfernen. Aber ich hoffe darauf, dass wir hier mal andere coole Biome finden. Aber momentan sieht das eher danach aus, dass hier gar nichts ist. Doch da. Oh, Land in Sicht. Sieht aus wie eine Wüste auf den ersten Blick auf der Karte. Das ist schön. Wüste hatten wir noch gar nicht. Man muss nur genug meckern. Dann bekommt man das, was man möchte. So, raus hier. Boot abbauen. Dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. 2 Tage sind wir wieder unterwegs. Zeit vergeht. Gucken, ob hier neue Saurier sind. Das wäre cool. Das Wüstenbiom hatten wir noch gar nicht. Das nehmen wir mit. Das brauchen wir nämlich. Ohne Ende. Ich weiß gar nicht, ob wir Kakteen brauchen. Ich glaube nicht. Und dieser Bug, da ist leider von meinem... Was bist du denn? Junge! Ich wollte nur den Bug erklären. Alter Schwede. Hey, wieso frisst er unendlich? Junge, 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 ey. Dieser Bug ist von meinem Shader, wollte ich sagen. Ich weiß nicht, was das hier ist. Aber wir nehmen davon mal ein bisschen was mit. Ein Ziti Party. Sah auch aus wie so ein Terrorbird. Uiuiuiui, ey. Das ist ein guter Empfang hier auch von der Wüste. Also diese Tierchen sind nicht gut auf mich zu sprechen. Sehen aber ziemlich cool aus, muss ich sagen. Aber keine Ahnung, warum die so aggro sind. Ich gehe dem mal lieber aus dem Weg. Weil der hat mich gerade... Pteranodon. Der hat mich gerade fast getötet. Leider ist es so, dass der Pteranodon echt nicht mehr so interessant für mich ist, seit ich weiß, dass ich darauf nicht fliegen kann. Zumindest habt ihr das geschrieben. Hey, der ist die ganze Zeit aus dem Bild, fliegt der. Da, man sieht ihn. Da! Tschüss, Pteranodon. Ich hätte ehrlich gesagt trotzdem gerne einen, muss ich sagen. Vielleicht kann ich den ja irgendwie einfangen. Das ist halt wirklich nur so eine kleine Wüsteninsel. Mehr ist das nicht. Oh. Ich hab ihn. Oh mein Gott, nice. Und jetzt? Habe ich einen Zaun dabei? So ein Mist. Komm her. Wie mache ich das denn jetzt? Ich habe leider keinen Zaun dabei, wo ich das befestigen könnte, die Schnur. Ich komme auch nicht an ihn dran. Aber ich habe ihn gefangen. Das ist doch schon mal gut. Der fliegt halt straight von mir weg. Ich würde ihn gerne mal anpeitschen, um zu gucken, ob ich den dann zähmen kann. Der ist mega cool. Vielleicht kann ich den austricksen. Wartet mal. Komm schon. Du willst es doch auch.
Kann ich die Leine nicht einfach verkürzen? Das ist doch belastend. Wieso ist denn auch hier kein Holz? Hätte ich Holz, wäre das gar kein Problem. Er hat sich losgerissen. Ach nö. Oh Mann. Das war's mit dem Pteranodon. Ärgerlich. Aber jetzt weiß ich wenigstens, dass ich die so einfangen kann. Vielleicht haben wir nochmal die Chance. Oh, was ist das? Oh, ich liebe neue Biome. Sieht aber auch böse aus. Oh, mein Schild ist gut. Okay, schau mal. Megalania. Greift er an? Er ist friedlich. Sieht aus wie so ein Komodo-Varan, ein bisschen größer. Oh, nice. Richtig cool. Aber ich würde sagen, wir verlassen jetzt diese Insel und schippern nochmal wieder weiter. Der Plan ist übrigens folgender. Also ich will jetzt nicht hier komplett weiter weg schippern, sondern hier wieder zurück. Dann habe ich nicht so den Mega-Rückweg. Oh, das sieht nach Bergbiom aus, was sich da vor uns auftut. Das ist gut. Genau das habe ich ja gesucht. Denk mal, da werde ich jetzt mal hineingehen. Oh mein Gott, was ist das? Ist ja mega, das Gebilde. Ist das schon fertig geladen? Kann es euch leider gerade ganz schlecht zeigen, wegen der schlechten Kamera. Aber egal, da gehen wir jetzt mal hin. Bergbiom ist super. Da werde ich sogar jetzt zu Fuß mich weiter durchschlagen. Ist jetzt schon die dritte Nacht, glaube ich. Also wir sind wirklich lange unterwegs. Was ist denn hier schon wieder los? Alter. Vielleicht kann ich da wieder abstauben. Ich rette dich, mein Kleiner. Da wäre schon tot. Oh, mein Wasser ist alles klar, habe ich auch noch nie erlebt. Mein Wasser ist einfach gefroren. Perfekt. Ja gut, das Tierchen, da konnten wir nicht retten. Aber wir können jetzt hier hochbauen, weil da waren Fossilien. Das ist sehr gut. Da haben wir sie. Wir haben nichts rausbekommen. Perfekt, danke für nichts. Ja, die Knochen brauchen wir auch nicht. Ich glaube nicht, dass wir da so einen Scarabeus-Diamant oder Edelstein rausbekommen. Wir brauchen halt jetzt einfach Fossilien und die haben wir hier. Das ist genau das Biom, was ich gesucht habe. Oh ja, perfekt. Diese glatten Flächen, wo viel Stein ist, das ist mega gut. Also da kriegt man richtig viel raus. Kohle lasse ich liegen. Wir suchen halt wirklich nur diese Blöcke. Oh, das ist so nice. Da ist der nächste. Ah, das ist mega gut. Also dieses Biom hier ist perfekt. Mit Schnee ist doof, aber ohne Schnee mega gut. Mal Fossilien ohne Ende raus. Braucht halt keine 2 Meter laufen und bekommt wieder was. Müssen wir gleich nur noch Glück haben, wenn wir das dann alles analysieren. Was war das? Bitte Megalag. Wird einfach zurückteleportiert. Was zur Hölle? Ich spiele doch auf dem Singleplayer. Wie kann ich hier Lags haben? Ich hoffe nicht, dass das jetzt. What the fuck? Ich kann doch nicht mehr essen. Ich hoffe nicht, dass jetzt mein Spielstand nicht mehr ladbar ist. Ich starte mal kurz neu. Oh mein Gott, willst du mich. Mein Speicherstand wurde einfach komplett zurückgesetzt. Na ja, toll. Ich hatte gerade so viel Biofossilien und alles. Ich glaube schon 10 Stück oder so. Also keine Ahnung, was das jetzt war. Egal, wir gehen jetzt nochmal hin und hoffen einfach mal, dass solche Probleme nicht weiterhin auftauchen. Die Ausbeute jetzt war übrigens auch ganz gut. 9 und 15 Reliktschrott.
Weiß ja gar nicht, woraus man das bekommt, diesen Skarabäus. Aus Reliktschrott oder aus Biofossilien, ich weiß es nicht. Ich denke mal, ich werde gleich auch eine Menge Reliktschrott mal in den Analysator kloppen und dann das testen. Aber das steht leider auch nicht dabei. Ich kann es natürlich auch gleich mal bei Wikipedia einfach gucken. Oder bei diesem Wiki von Minecraft. In der Mod. Aber wir sind jetzt wirklich gut dabei. Ich würde sagen, wir sind gut dabei, aber jetzt haben wir hier ein neues Urzeitlebewesen. Wie cool. Ein Edaphosaurus. Nice. Würde ich gerne mal hier hochholen, damit wir den besser sehen. Komm mal mit. Du Raka, du. Der sieht ja cool aus. Interessant. Meint ihr, wir können den jetzt einfach so zähmen mit der Peitsche? Lass mal probieren. Oh, tatsächlich. Kann man den reiten? Nö. Dann bringt er uns ja herzlich wenig. Aber das ist genau das, was ich meine. Manche Tiere kann man viel zu leicht zähmen. Das ist dann ein bisschen blöd. Mit einem Stock könnte man den jetzt sogar noch befehligen. Wir lassen den jetzt aber hier. Ich rip den sogar, glaube ich, ab. Für XP. Weil das möchte ich halt nicht, dass wir die Tiere uns so leicht zähmen. Das ist eigentlich nicht Sinn der Mod. Und abgerippt. Perfekt. Wir könnten uns ja hier noch was mitnehmen von seinem, von seiner DNA zumindest. Da den Schädel. Perfekt. Ich würde mal behaupten, dass das ein sehr erfolgreicher Ausflug war. Wir haben wirklich einiges an Fossilien und Zuckerrohr gefunden. Also genau das, was ich heute auch sammeln wollte. Ich hoffe natürlich jetzt darauf, dass wir auch noch so einen Skarabäus-Käfer mit etwas Glück bekommen. Waren wir hier schon? Ja, sieht so aus. Ja, hier haben wir sogar die Tür und alles geplündert. So, jetzt aber schnell ins Bett legen. Es spawnen nämlich schon fiese Viecher. Einfach vorbeirennen. Keine Lust auf Ärger. Oh, meine Tierchen sind gewachsen. Holy. Ah, Skelette sind auch hier. Nee, nee. Wir gehen schnell ins Haus und schlafen. Tiere können wir gleich noch gucken. So. Nächster Morgen. Und jetzt geht's los. Erstmal alles in den Analysator packen, was geht. Biofossilien. Ich hau jetzt mal die 20 Reliktschrotte rein, weil ich habe das Gefühl, dass diese altertümlichen, antiken Sachen uns nichts bringen. Also, I don't know. Ich sehe da den Sinn leider noch nicht dahinter. Deswegen werde ich die alle verarbeiten. Die ganzen anderen Sachen hier kommen hier natürlich rein. Können alle gerne hier mal durchlaufen. Jetzt schauen wir mal kurz, wie es unseren Tierchen geht. Wie groß sie schon sind. Hello. Bist du mittlerweile ausgewachsen? Mein Kleiner. Ich hoffe immer noch darauf, dass ich den irgendwie reiten kann, aber ihr meintet ja, geht nicht. Ich glaube, der ist aber auch mittlerweile groß. Alter 12, mit Sicherheit ist der groß. Sieht aber ein bisschen anders aus, aber das ist ja auch ein anderer Vogel als die, die wir gerade gesehen haben. Achso, da ist ein Skelett gestorben. Der frisst ein bisschen mehr. Will den schon reiten? Nee, der ist noch nicht groß genug. Ist aber auch schon 8 Jahre alt. Oh. Ich glaube, unser Alu ist soeben ausgewachsen. Der hat nämlich jetzt diese roten Höcker. Dann gehe ich da mal lieber nicht mehr rein. Das Problem ist nur, wir müssen den halt irgendwann auch füttern. Aber der wird jetzt hoffentlich noch was haben. Eieiei. wir brauchen jetzt als nächstes noch Leder. Jetzt haben wir gar kein Problem mehr mit Seiten, sondern ein Lederproblem. Habe ich echt nicht dran gedacht. Ich habe jetzt wirklich nur auf dieses Zuckerrohr geachtet. Egal. Immerhin schon mal ein bisschen mehr. Wie weit geht denn das mittlerweile? Level 11 ist ja auch nicht viel mehr. Effizienz, Haltbarkeit. Aber wir haben jetzt genug Level. Vielleicht können wir da gleich mal irgendwie eine Verzauberung rausholen. Schau mal kurz. Hier nochmal rein. Dryosaurier-DNA, ja. Das bringt uns nichts. Und alle Biofossilien sind schon durch. Die waren alle Mist. Oh.
Wie unlucky. Ich hoffe jetzt echt, dass wir irgendwie diesen Käfer da rauskriegen. Das wäre so schön. Steintafel. Ich weiß nicht, was man damit macht. Habt ihr das schon reingeschrieben in die Kommentare? Wahrscheinlich schon. Ich google nochmal eben bei dem Scarabius-Käfer, wie man den am besten bekommt. So, ich habe jetzt nochmal ein bisschen nachgelesen und bin ein bisschen schlauer geworden. Denn diese Scarab-Gems, die wir suchen, die droppen direkt aus den Fossil-Blocks. Also den würden wir direkt so bekommen und dann nicht dieses Biofossil und das dann daraus. Das Problem ist nur, dass sie eine Drop-Chance von 0,01% haben. Das heißt, das ist fast unmöglich. Aber man kann diese Chance erhöhen, indem man eine bestimmte Verzauberung auf seine Pickaxe bekommt. Und diese Verzauberung ist Paläontologie heißt die, glaube ich. Es gibt auf jeden Fall durch die Mod eine extra Verzauberung. Das wäre echt gut, wenn wir die hätten. Das heißt, wir müssen jetzt sowieso nochmal mehr Wert hier auf diese Verzauberungskram legen, weil ihr seht ja, damit wir diesen Aloe zähmen können, brauchen wir dann diese Pickaxe und mit dieser Pickaxe können wir dann die Chance erhöhen, diesen Scarab-Gem zu bekommen. Und mit diesem Scarab-Gem können wir dann diesen Allosaurus zähmen. Also das ist wirklich alles super, super kompliziert. Machen wir nochmal eben eine neue Spitzhacke und dann gucken wir mal kurz, ob ich hier eine andere Verzauberung bekomme. Das wäre ganz cool. Brauchen eh bald eine neue. Also diese Mod ist wirklich super durchdacht und komplex. Da kann man, glaube ich, eine Menge Spaß mit haben. Das finde ich auch richtig gut. Effizienz 2. Wie verändere ich denn jetzt diese Dinger da? Muss ich jetzt wirklich eine Verzauberung auswählen? Das ist jetzt meine Frage. Also ich habe keine Ahnung. Ich war doch ewig nicht mehr verzaubert. Machen das jetzt einfach mal. Ich sage, wir verzaubern jetzt gleich mal irgendein Bullshit einfach. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ich meine Axt zum Beispiel nehme. Lapis Lazuli. Dann Haltbarkeit 1 mache. Haben wir eine Haltbarkeit 1 Axt. Ja, okay. Ich hoffe jetzt aber darauf, dass wir hier was anderes bekommen. Oh, tatsächlich. Effizienz 2. Effizienz 1. Effizienz wollen wir auch nicht. Mache ich einfach mal hier auf die Schaufel. Mache aber Effizienz 1 wegen den Leveln. Effizienz ist, glaube ich, ist das die Lebensdauer? Oder ist es dann schneller mit dem Buddeln? Haltbarkeit ist die Lebensdauer. Effizienz ist wahrscheinlich dann schneller Buddeln, ne? Gehe ich von aus. So, nächster. Effizienz. Da haben wir es. Paläontologie 1. Ich hätte natürlich gerne mehr, ne? Ich nehme die mal mit. Wir können ja noch eine andere verzaubern, so ist ja nicht. Oh, Archäologie 2. Was ist denn jetzt der Unterschied dazwischen auch? Oh mein Gott, jetzt bin ich überfordert. Paläontologie, Archäologie. Da muss ich jetzt aber gleich nochmal gucken. Also die machen wir uns auf jeden Fall auch, aber ich mache dafür nochmal eine heile Spitzhacke. So, Archäologie 2 haben wir jetzt auch. Also Paläontologie 1, Archäologie 2. Es ist nämlich folgendermaßen, diese Paläontologie 1 Verzauberung hilft uns, dass wir aus diesen Blöcken Biofossilien oder dieses Frozen Meat bekommen, woraus wir dann eine höhere Chance haben, diese DNA-Dinger zu bekommen. Und diese Archäologie-Spitzhacke, die hilft uns wiederum, ja zum Beispiel diese Scarab-Gems zu bekommen oder Relic-Scraps. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist dieser Reliktschrott, ne? Das ich da schon hab. Ja, Relict Scraps. Dürfte der Reliktschrott sein, das hier. Das heißt, wir müssten eigentlich alles mit der Archäologie-Spitzhacke abbauen, in der Hoffnung, dass wir so ein Scarab-Gem bekommen. Boah, ich bin komplett... Also, das ist echt so viel Info und Input. Aber so langsam blicke ich da durch. Das ist echt ziemlich cool. Wir müssen uns jetzt natürlich ein bisschen ranhalten wegen unserem Aloe. Der ist nämlich schon mittlerweile ausgewachsen und den können wir nicht mehr einfach füttern, ohne dass er uns angreift. Aber Leute, das war wieder eine super, super spannende und lehrreiche Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge Minecraft Jurassic World. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.